11.200 Zuschauer kamen heute in Deutschlands größtes Stadion, um den ersten Heimsieg des VfB Leipzig zu erleben. Die erste Gelegenheit aber für Kaiserslautern. Freistoß von Libero Miroslav Kadlec und den kratzte Mike Kischko noch aus dem Winkel. Die Lauterer ohne Jungnationalspieler Martin Wagner, zumeist erschreckend harmlos im Angriff. Der VfB zu Beginn und am Ende der ersten Halbzeit mit Angriffslust. Dirk Anders. Nach 41 Minuten dann der erste gefährliche Konter der Lauterer. Markus Marin und Kischkos Fingerspitzen. 0:0 zur Pause, die Stimmung entsprechend. Die Leipziger in der zweiten Halbzeit mit mehr Mut. Freistoß Liebers und Jürgen Rische. Ehrmanns Faust verhindert die Führung für die Leipziger. Kaiserslautern sehr behäbig, die Sachsen mit den besseren Chancen. Wieder Dirk Anders. Weichert einen Schritt zu spät. Von Lauterns Sturm fast nichts zu sehen. Die einzige Chance in der zweiten Halbzeit, dann dieser Schuss von Stefan Kunz in der 67. Minute. Es blieb beim 0:0, Kaiserslautern enttäuschend. Bernd Stange und der VfB warten weiter auf den ersten Heimerfolg.